Simon Enzler, ein 0-0 auswärts gegen Kriens. Wie schätzt du unser Spiel heute? Ja, ich denke, wir sind über das ganze Spiel sicher die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Nichtsdestotrotz finde ich, sind wir nicht so zwingend gewesen wie im letzten Match gegen Schaffhausen. Und hinten muss man auch sagen, haben wir zwei Lattenschüsse, die uns retten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Kann man schlussendlich mit dem, oder muss man mit dem Punkt schlussendlich zufrieden sein? Wir sind sicher nicht zufrieden. Wir sind da noch kurz zum Gewinnen. Ich denke, am Schluss ist es noch etwas hektisch geworden mit der gelb-roten Karte gegen uns. Ja, wir nehmen den Punkt und es geht weiter. Du hast vorletzte Saison noch hier gespielt. Sind Matches an alter Wirkungsstätte für dich noch etwas Spezielles oder nicht mehr? Ja, es war doch das zweite Mal, als ich hier gekommen bin. Darum war es sicher nicht mehr ganz so speziell. Aber ich kenne doch noch viele da, die hier spielen. Und dann ja, ist es auch schön, wenn man die wieder mal sieht. Es wartet jetzt Sio im Cup. Was erhoffst du von diesem Spiel? Ja, ich glaube, wir haben nichts zu verlieren. Das macht es sicher etwas ein einfacher. Aber wir gehen in das Spiel zum Gewinnen. Wir glauben an unsere Chancen. Und dann ja, einfach Vollgas und dann kommt das gut. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Stefan Keller, ein 0-0 auswärts in Kriens. Wie beurteilst du unseren Match? Ich habe es den Jungs gesagt, im Moment probieren wir viel. Es fällt uns nicht ring, es fällt uns nicht leicht. Ich sehe viele Spieler, die probieren und machen und vielleicht sogar ja, fast ein bisschen verkrampfen. Ich denke, das ist, ein Teil von einem Entwicklungsprozess, wo wir drin stecken, wo es nicht immer einfach gerade aufgeht. Sicher nicht linear, oder es geht in Wellenbewegungen. Und im Moment sitzen wir in einer schwierigen Phase. Wir haben vor 3 Tagen einen guten Match abgeliefert, leider kein Resultat geholt. Und heute ist die Leistung jetzt nicht gut gewesen. Aber ich sehe Spieler, die wollen. Sie kommen im Moment nicht an die Leistung, aber es ist nicht so, dass sie nicht wollen. Und das ist eigentlich mein Fazit. Wir haben dort defensiv stabiler gewirkt. Ist das dafür ein bisschen zulasten von der Offensive gegangen? Nein, das denke ich nicht. Wir haben, wenn man es genau anschaut, sind sicher gewisse Sachen, die wir ansprechen. Wir wollen weniger Goal bekommen. Das ist seit Anfang der Saison klar. Das war von Anfang an ein grosses Thema gewesen, auch die Schüsse aufs Goal. Wir haben unser schlechtes Goalverhältnis haben wir in 4 Matches gefressen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwann neu anfangen. Und sicher die defensive Stabilität. Aber um jetzt da einen riesen Unterschied zu machen, das war ein ganz anderer Match gewesen, mit einem anderen Gegner. Und auch von uns ist es jetzt 3 Tage später nicht grossartig gewesen, auch offensiv sicher nicht. Es wartet ein Heimspiel im Cup gegen Sion. Ist das eine willkommene Abwechslung? Das ist einfach das nächste Spiel und wir werden uns gut darauf vorbereiten und hoffen, dass wir eher wieder das Gesicht zeigen können von Schaffhausen und selbstverständlich das Gesicht vom Dezember letzten Jahres. Und ist einfach das nächste Spiel, wo wir werden gut vorbereiten, schauen, dass wir die Spieler frisch kriegen und dann im Cup einen grossen probieren rausrühren. Das ist immer die Herausforderung, die der Unterklassige angeht. Danke vielmals.